Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals, willkommen hier zurück zu Call of Duty Infinite Warfare. Tatsächlich spiele ich jetzt das Ganze erstmal noch ein bisschen weiter, ganz einfach, weil ich die Story selbst sehr interessant finde und gerne wissen möchte, wie es weitergeht. Ihr vielleicht auch, deswegen machen wir einfach Spiel fortsetzen und sind sehr gespannt. Komm schon, wir nehmen die hübsche Route. Die hübsche Route, okay, Memorial Hall. Mir fällt auf, dass bei diesem Call of Duty tatsächlich mal High-Res-Texturen verwendet werden. Friede den Gefallenen. Das war ja tatsächlich früher nicht immer so gewesen. Willkommen zur Flottenwoche! Wow, wie krass. Wie ein Sternzerstörer. Da ist sie, die Retribution. Home sweet home. Du warst nur einen Tag hier unten, Salt. Ich bevorzuge die schwarze Weite. Geht mir auch so. Rains hat was von einem E3N erzählt. Schon mal gehört? Negativ. Rainman hat eine Menge Tricks in seinem Vier-Sterne-Ärmel. Er fliegt mit uns zur Feier. Pass auf, dass du ihn nicht so nennst. Würde ich niemals. Wir müssen durch. Hier entlang, Lieutenants. Der Dienst hat seine Vorzüge. Unser Flugzeug wartet. Wow, wie geil. Die Menge liebt diesen Scheiß. Ist alles PR, Reyes. Das ist Propaganda, Salt. Wir haben 4 Männer verloren und schmeißen eine Party. Wir können nichts tun. Schieben wir es nicht weiter vor uns her. Du gibst mir Befehle? Wir haben den gleichen Rang. Schade. Lieutenant Reyes. Was zur Hölle ist das? Das wäre dann wohl E3N. Jawohl, Sir. Patty Officer First Class, E3N. Erweiterter taktischer Humanoid 3.0. Leicht zu merken. Ja, ich weiß. Nennen Sie mich Ethan. Deine Befehle? Ich bin Captain Alder auf der Retribution zugeteilt. Programmiert für den Kampf? Voll und ganz, Ma'am. Geborener Killer. Du siehst aus, als hättest du ganz schön was drauf. Ach, Sie machen mich ja ganz verlegen, Sir. Zur Seite, Ethan. Die Seite Bock kann noch klettern. Willkommen an Bord, Admiral. Nun, da wir uns jetzt alle kennen, können wir starten. Jawohl, Admiral. 6 Clowns sind in der Luft. Verstanden. 6 Clowns bereiten Sie zum Vengeance. Bestätigt. Raven 6 an Vengeance. Der Admiral ist an Bord. Wir kommen. Bestätigt 6. Vengeance erwartet Ihre Ankunft. Sie haben das Ethan-Projekt gut geheim gehalten, Admiral. Alder wusste davon. Das neueste Modell. Recht beeindruckend. Wir stellen ihn heute feierlich vor. Ich habe etwas Lampenfieber, Sir. Du hast Gefühle, Ethan? Hab ich, Lieutenant. Hab ich. In mir steckt das Gehirn eines Farmers. Heilige Scheiße. Im Ernst? Nein, Ma'am. Natürlich nicht. Erwischt, Lieutenant. Quatsch. Die Artis-Geschütze machen heute Überstunden. Was, Admiral? Jede Menge Luftverkehr. Immer wachsam, Lieutenant. Bist du vertraut mit dem Luftabfangsystem, Ethan? Der eiserne Schild der Erde. Viel Feuerkraft. Vengeance hier, Raven 6. Sind im Landeanflug. Verstanden, 6. Die Vengeance erwartet ihre Ankunft. Admiral, Sir. Was ist denn, Ethan? Die Artis-Geschütze. Sie visieren unsere Flotte an. Beschuss, Beschuss! Pilot getroffen! Ich übernehme! Hochschieben, hochschieben! Geht nicht! Ich habe keine Kontrolle! STF-Zerstörer am Anflug! Alle Stationen! Schüsse im Artis-Kontrollturm. Wiederhole Schüsse im Turm. Dies ist keine Übung. Alle verfügbaren Einheiten sofort einsetzen. Achtung, Aufschlag! Festhalten! Ich glaube, das war nicht so geplant gewesen. Ich glaube, das ist ein Akt der Sabotage. Auf jeden Fall ist es ganz große Scheiße. Sir? Reyes! Nick! Mir geht's gut.
STF nutzt unsere Artis-Geschütze gegen die Flotte! Wir müssen zum Turm, um die Geschütze wieder zu übernehmen! Oh, fuck it! Ich wollte gerade ein bisschen Deckung suchen. Okay, nochmal das Ganze. Mir geht's gut. Die feuern auf Zivilisten. Hier, nimm das. Los, hoch. Wir müssen weg. Sir, sie feuern auf unschuldige Leute. Wir müssen sofort evakuieren. Alle. Die STF nutzt unsere Artis-Geschütze gegen die Flotte! Wir müssen zum Turm, um die Geschütze wieder zu übernehmen! Keine Granate! Ist das nur für ein granatenloses Leben? Sollte ja auch viele Männer verlieren. Was haben wir hier? Oh sicher. Ja. Alles sicher. Das sieht gut aus. Yep, dieses Visier gefällt mir. Alles Gas, hier 1-1, hören Sie mich. Scheiße. Die Verbindung ist tot. Die SDF bricht zum Turm durch! Sie setzen Truppen ab! Wir müssen Artis wieder unter Kontrolle bringen. Das hat Priorität. Die Waffen bringen's nicht. Wir brauchen Personenabwehrwaffen. Hier! Ich habe Granaten vom Transporter. Gut gemacht! Ein paar Granaten nachgesammelt. So. Ach, sehr schön. Och, so Schreck. Ja, aber der Feind lässt sich nicht lumpen. Bin dabei. Was? Unglaublich! Auf den Schützen! Los, Entdeckung! Weg, los! Sie bekommen Verstärkung! Macht sie fertig! Mann, hier geht's ab, sag ich euch! Wow, 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 Jungs, 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 Jungs! Scheiße. Okay, die Granate war jetzt dämlich, aber ich habe sie trotzdem geworfen und ich bin stolz darauf. Wow, 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 wow. Ich verstecke mich hier erstmal hinter dem Obst. Wir sollten schon näher am Turm sein. Überall sind Zivilisten. Vorsichtig schießen. Warum schießen Sie auf Zivilisten? Ich weiß es nicht, Ethan. Unsere Artis-Geschütze feuern noch auf die Flotte. Endurance ist getroffen. Vorsicht!
Vorsicht! Ach du, Scheiße! Nach rechts, nach rechts! Oh, das wird jetzt gleich ganz schön nass hier. Oh, verdammte Axt, ey. Die Straße hoch! Feuer frei! Ach, da ist die Treppe. Entschuldigung. Oh, fuck, 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 fuck. Los, flankieren! Wir geben Deckung, Reyes. Nein! Boah, ich dachte, ich könnte jetzt da noch einfach mal so kurz reingucken und jemanden abknallen. Treppe hier lang! Vorsicht! Das weitere Ziele! Zweites Deck! Los, flankieren! Boah, schnell in Deckung gegangen. Dann kann ich jetzt von hier aus ein bisschen schön in die Gegend ballern. Ach, die Fensterschützen nerven mich. Feindlicher Scharfschütze! Am Fenster! 12 Uhr! Tja, kein Scharfschütze mehr. Hauen rein hier. Irgendwo ein paar Granaten für mich. So. Übrigens erzählte ich was von scharfen Texturen. Naja. Das kam mir dann wohl nur so vor. So, aber so langsam arbeiten wir uns hier vor. Da ist es gut. Oh, überall Blut. Ach du Schreck, was ist das? Nee, eine Waffe. Ich will keine Waffe. Ich will Granaten. Was machst du hier? Ja, ich schieße ein bisschen gegen die Wand. Nee, macht er nicht. Er zielt nur auf die Wand. Sackgasse, Ethan. Ich bring uns über die Mauer, Sir. Hier lang, Lieutenant. Das ist die Nova! Wahaha, Jungs und so. Scheiße! Gruppieren! Zusammenbleiben! Weiter zum Turm! Du führst uns hier raus! Aye, Sir! Zivilisten, voraus! Nicht schießen! Ethan, wo bist du? Alles okay, Sir? Bringen Sie sich in Sicherheit! Runter von der Straße! Nach drinnen! Links die Treppe hoch! Hört ihr das? Na toll. Ah ja, guck mal. Ah, sehr schön. Artisturm voraus! Wir kommen näher. Mehrere T6 kommen!
Granaten gegen die Bots einsetzen! Granaten-Action! C6! Hinter diesen Kisten! 1 Uhr! Los, los! Ah, sorry, Ethan. 1 Uhr! Gefahr voraus! What the heck? Okay, jetzt wollen sie es uns richtig dreist geben. Wow, 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 wow. Ein Angriff mitten in unsere Eingeweide. Nein! Ich dachte, ich könnte sie beide noch mit dem Nahkampfangriff erledigen, aber nö. Gefahr voraus! Nö, nö, nö. Das klappt nicht. Oh Gott, es gab Blindschüsse. Och Mann! Sind einfach ganz schön viele, das muss man sagen. Och nö! Ach, das sind ja Granaten, guck mal. Ach wunderbar, dass hier einfach auf der Straße so Granaten rumliegen. So, da ist ja noch einer Ende der Ecke hier, ne? So. Ich sichere mal mit einer kleinen Drohne hier ab. Na gut. Die kümmert sich da hinten um den Kerl. So. Scharfe Granate! Ah, da ist jemand verwundet. Wir müssen helfen. Also wer auch immer da verwundet war, ist mittlerweile gestorben. Granate geworfen! Ja, sorry. Warum greifen Sie uns an, Sir? Die SDR versucht schon seit Jahren alles zu übernehmen, Nathan. Sie wussten, dass unsere ganze... Da drin bewegt sich was. Ray, die Tür aufmachen. Ich gehe hinter dir rein. Maul! Ich sehe einen! Ich sehe einen! Schaltet den Abschaum auf! Undurchdringliches Holz. So. Läufer, Leute! Los jetzt! Bestätigt! Granate! Nein, Feuer!
raus hier. Na, super. Sir, hier! Was ist das? Tagmodul! Kann die Bordsicht übernehmen! Okay, bin drin! Jetzt den Bord angreifen lassen! Schnell, Lieutenant! Und Selbstzerstörung! Gute Arbeit, Lieutenant! Ein gutes Stück Technik! Hi, Sir! Alle Stationen! Marines festgenagelt! Goldteams kommen nicht weiter! Brauchen Unterstützungsfeuer! Eclipse, hier Admiral Rains! Bitte kommen! Hören Sie, Admiral! Fahren Sie fort! Das Luftschiff soll beim Turm das Feuer ablenken und den Boden sichern! Verstanden, Sir! Schon unterwegs! Los, hier durch. Ja. Okay, ihr lieben Leute, ihr merkt, hier geht gerade richtig die Action los. Ja, aus unerfindlichen Gründen, ja, greifen plötzlich unsere Gegenspieler die Zivilisten an. Sie haben sogar unsere Verteidigungssysteme übernommen, um damit unsere großen Zerstörer vom Himmel zu holen. Hier bahnt sich also ein ganz großes Unheil an. Und ja, wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir natürlich in der nächsten Folge Call of Duty Infinite Warfare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, BB, euer Hiyuga.